unser letztes Interview ist jetzt ein paar Tage her, also eine gute Woche. Hast du da noch eine kleine Ergänzung, was du dazu sagen möchtest? Ja, genau. Wäre wichtig, dass ich da, Ergänzung ist glaube ich ein gutes Wort, dass ich da nur ein paar Worte anfüge, was das Thema angeht von unserer Kulturstätte, respektive vom Lehrtheater. Da habe ich vermutlich nicht klar genug definiert, was ich da meine, weil einige Reaktionen gekommen sind, die ich nicht für richtig gedeutet hielt oder halte, und darum ist es notwendig, dass man da so eine Art klare Definition macht von dem. Feststellt, dass ich diese mangelnde Transparenz, wie ich so etwa gesagt habe, deswegen empfinde, weil sehr viele Zahlen im Raum herumschwirren und niemand definitiv sagt, welche das ist, die was zählt. Jetzt ist ja jeder ein Künstler in Ischl, wie man weiß, und jeder ist ein Baufacharbeiter, wie man weiß, und jeder ist ein total guter Sanierer, wie man weiß, und jeder weiß genau, was eine Sanierung in schwierigsten Zeiten wie jetzt kostet. Sarkasmus beendet. Ja, Scherz am Rande. Natürlich weiß das nicht jeder, was das kostet, und keiner kann es genau sagen. Es meist ja, glaube ich, eh niemand da in Ischl, dass er das jetzt genau wisst. Aber eins ist auch klar, es ist nicht zu vergleichen mit einer einfachen Baustelle, wie man heute ein Haus saniert. Weil wenn ich das anlege, dann ist freilich jede Zahl, die über in gewissen Millionen herumgeistert, eine zu viel und eine zu hohe Zahl. Wenn ich allerdings jetzt zugrunde lege, dass ich ein Theater baue mit internationalen Ansprüchen, um das auch zu bespielen, mit genauso internationalen Größen oder auch nur national, ist das schon mal ganz was anderes. Und da wiederum trete der hervor, der eine Ahnung hat und weiß, was das kosten könnte. Ich habe mich da ein bisschen ausgeklärt und habe mich erkundigt, was so ein Theater im vergleichbaren Rahmen etwa kosten könnte. Und da sind dann Zahlen da, wo unsere kolportierten, was weiß ich, 10 bis 20 Millionen, sage ich jetzt einmal, eher witzig erscheinen, nicht? Dann sage ich, dann seid ihr sparsam. Wenn man das wirklich so hinkriegt, dass man das, was man hier bauen will, und das ist wirklich eine klasse Absicht, wenn man das um das Geld zusammenbringt, ist man eh sehr perfekt. Aber es geht um ein ganz zentrales Thema. Ja, brauchen wir denn das überhaupt? Und dann sage ich, jede Kulturstätte, die da ist und auch bespielt wird, ist eine gute Kulturstätte. Und eine andere brauchen wir natürlich nicht. Aber ich gehe jetzt einmal schon kühnerweise davon aus, dass das ordentlich funktioniert. Und ich glaube, keine Kulturstätten, insbesondere nicht in Österreich, die halbwegs gebaut und halbwegs inszeniert wurden, die dann nicht bespielt werden. Das kenne ich jetzt eigentlich nicht. Und nachdem das Kongresshaus diesen Anspruch nicht erfüllen kann, leider, brauchen wir das. Das ist gewiss. Ne? Die Transparenz, die da von mir eingefordert wurde und wird, hängt damit zusammen, dass ich sehr wichtig empfinde, dass klar kommuniziert wird, dass man das jetzt noch nicht hat, was das kosten kann. Dass es bewusst gemacht wird, dass man sich damit auseinandersetzt, und der Moment, wo man weiß, was das irgendwie kosten können wird oder kosten kann, und das irgendwie sogar in Pläne bzw. in konkreten Angeboten gegossen wird, dann sollte man ehestmöglich an die Öffentlichkeit damit gehen und die Informationen loswerden. Ich hoffe jetzt, das ist ja glaube ich eine Hoffnung, die umsonst ist, aber ich hoffe, dass es in einer Zeit abwickelbar ist, die für uns so wichtig war, das 2024. Also an dem mache ich schon viel fest. Nicht? Ich habe an 2024 einen großen Glauben von Anfang an gehabt. Ich war ein großer Fan, bin es immer noch. Mir ist dann jetzt die zwei Jahre bisher ein wenig schnell vergangen. Eigentlich sage ich jetzt einmal, es ist vergangen, und ich hab vermisst, dass Aktionen gesetzt werden, Pläne geschmiedet werden, konkrete Sachen gemacht werden.
habe mich da mal ein wenig bockig gemacht und bin halt so ein glühender Befürworter dieser Idee gewesen. Und darum möchte ich, dass diese Spielstätte, wenn ich schon Kulturhauptstadt heiße, dann kann ich doch auch eine Spielstätte dafür schaffen. Wenigstens eine. Eine haben wir ja, das Kongresshaus ist ja da. Außerdem mache ich mich ziemlich protzig da momentan und botzet momentan, weil ich möchte, dass man das weiter ausdehnt, nur weiter. Nicht nur das beschränkt auf die Spielstätte Lehrtheater, sondern ich sage gerade in 24 und 23 war es auch schon gut, weil wir ein Trainingsjahr brauchen. Weißt? Wir müssen ja trainieren, dass wir 24 ein gutes Bild angeben. Ich habe gesagt, 23 brauchen wir eine zentrale Spielstätte, die außerhalb des Kongresshauses auch stattfinden darf. Heißt, entweder die Pause. Muss man da alles sprechen, Entschuldigung, gell, ich weiß, dass man da alle möglichen Leute, Anrainer, Eigentümer, Mieter fragen muss, aber ich rede jetzt von Kultur im Park, ist so ein Stichwort. Ne? Und ich sage, wir haben mehrere Parkanlagen, wir haben freilich einen Kaiserpark, siehe Hubert, vergangene Zeit, oder wir haben einen Kurpark, da steht schon ein Pavillon mit der nötigen Infrastruktur, kann schön verwendet werden, wir haben einen Bauerpark, wie man weiß, und wir haben einen Sissipark, wie man weiß. Und irgendwo dort möchte ich mir eine Kulturstätte hingestellt wissen, planen wir voll dahin und sind voller Euphorie und voller Ideen. Da sagt, da stellen wir jetzt was hin, was wir bespielen, einen Monat lang, dass wir Festivals schaffen. Weißt du, ich muss ja nicht ein Jazz-Festival machen, weil das machen eh tausend andere, aber wir machen klasse Festivals, wirst du sagen. Das wird uns aufgehen, die Rechnung, gemeinsam mit allen Verantwortlichen und Kämpfern, die dafür sich zuständig fühlen. Ich habe zum Glück erfahren, so durch die Blume wieder mal, aber ich habe schon erfahren, dass es nun eine GmbH gibt, die diese Kulturthemen bespielen soll, abwickeln soll, umsetzen soll. Und da hoffe ich, dass wir da mit reinfallen. Jetzt ist ja von deinem letzten Interview aus dem Kontext gerissener Teil, kann man sagen, veröffentlicht worden. War das mit deinem Vereinverständnis? Nein, das habe ich überhaupt niemandem irgendwas vereinigt. Ich habe nur gesagt, wir zwei können da reden drüber. Ich habe niemandem anderen irgendwas genehmigt. Und es ist auch irgendwie befremdlich, dass man das tut. Weil ich habe ja nicht gesagt, dass ich das Theater nicht will, nur dass das klar geht. Ja. Ich habe nur gesagt, die Transparenz, die da an den Tag gelegt wurde, ist mir etwas zu wenig gewesen, das habe ich so formuliert oder so ähnlich. Aber daraus zu konstruieren, dass mir das Ganze da oben, das Theater irgendwie nicht passt oder mir eine Kulturstätte nicht wünschenswert erschiene, das ist, glaube ich, an die Haare überzogen. Und so wird es dargestellt, will ich aber nicht. Ich kann etwas aus dem Zusammenhang reißen, was sehr populär ist, das stimmt schon, und dann wird das als Wortfetzen in die Welt ausgeschnalzt. Nicht? Das ist aber nicht gut. Tut man nicht. Das ist also, wir reden jetzt von einer Gemeindewelt und von einer Gemeindeebene. Man tut es nirgendwo, aber man tut es da daheim schon gar nicht. Und weiß ich nicht, mir hat niemand angerufen und gesagt, du darfst das verwenden oder was. Oder ich habe das Empfinden zuerst einmal so gehabt, weiß ich, darfst du das eigentlich? Ich meine, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob man das darf oder nicht. Und ich habe mich da auch nicht juristisch irgendwie schlau gemacht, interessiert mich jetzt auch nicht wirklich, ehrlich gesagt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wenigstens sagen muss man schauen, du kannst das verwenden oder so. Weiß ich meine, ich habe ein Foto veröffentlicht von irgendwem, wo einer drauf ist, der nicht will, dass er drauf ist, muss ich ihn auch fragen, oder? Jedenfalls ist das so ein Rechtsempfinden, das ich da habe. Ne?